So, meine Lieben, wir sind 100. Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen und habe gesehen, dreistellige Wahnsinn. Ich habe mich riesig gefreut. Vielen Dank für jedes Abo, für jeden da draußen, der meine Videos schaut. Und in YouTube-Manier bringe ich natürlich ein Special. Und da ich mich ja so ein bisschen dem Kabelmanagement und dem Setup-Stuff verschrieben habe, dachte ich mir so, was liegt näher als eine Setup-Tour? Und viel hat man ja schon von meinem Setup gesehen, aber ich dachte mir, ich bringe einfach einmal so ein Komplettpaket, wo man mal alles zusammen sieht und erklärt, was ich mir dabei gedacht habe oder auch nicht gedacht habe. Und vielleicht sind ein paar Ideen und Anregungen für euren Schreibtisch dabei, wenn ihr auch gerade plant, irgendwie einen neuen zu kaufen oder vielleicht auch einen Eigenbau wagt, so wie ich, beziehungsweise teilweise. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil ich habe noch ein neues Format in Planung, das würde ich euch gerne erklären. Vielleicht habt ihr da auch Bock mitzumachen, aber jetzt erstmal mein Setup. So, herzlich willkommen bei meiner Setup-Tour. Wie ihr gerade unschwer erkennen konntet, ist das Highlight meines Schreibtisches die Beleuchtung. Auf der linken und der rechten Seite verstecken sich hinter Acrylwänden zwei LED-Bänder der Philips Hue-Serie. Und auch hinter dem Tisch zwischen den zwei weiß lackierten Europaletten versteckt sich ein drittes Lichtband, mit dem man das ganze Setup in verschiedene Farben tauchen kann. Der Tisch, wie ihr ihn hier seht, ist zu 50% aus dem IKEA-Katalog, denn die beiden großen Schrank- und Schubladenelemente an den Seiten und das Schubladenfach in der Mitte findet man im schwedischen Möbelhaus seines Vertrauens. Die Tischplatten und die Verbindungsstücke dazwischen sowie die Acrylteile sind allerdings Maßanfertigungen. Der Tisch ist rund um das Thema Kabelmanagement gebaut. Mein Ziel war es, so viele Kabel wie möglich verstecken zu können und nebenbei eine große, freie Fläche für meine Videoaufnahmen zu haben. Doch fangen wir mal ganz links an. Falls ihr euch etwas genauer anschauen wollt, dann werft mal einen Blick in die Infobox, dort verlinke ich euch alles, was ich so finden kann. Meine Schreibtischlampe ist, wie so vieles, von IKEA. Als Glühbirne habe ich auch hier eine Philips Hue LED-Leuchte. Allerdings nur in weiß-gelb für den Fall, dass ich mal ein Buch lese, haha, oder eine Beleuchtung für Videos brauche. Wer mein Video zu den 5 Setup-Tipps schon gesehen hat, wird die Bozois Kabelbox kennen und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wie man das Teil ausspricht. Für mich eine sehr praktische, wenn noch etwas große Möglichkeit, alle Geräte aufzuladen und trotzdem keinen Kabelsalat am Tisch zu haben. Direkt daneben steht die linke Bose-Box. Die beiden Boxen des 2.0-Systems stammen aus der ersten Generation der Companion-Serie und haben einen wirklich sehr tollen Klang. Nur was mega nervig ist, ist, dass sie rauschen wie blöd. Egal ob Handyanrufe oder einfach so, die beiden Alu-Boxen sind für jede Störung gerne zu haben. Im Zentrum meines Setups steht ein 27 Zoll iMac von Ende 2013, also das letzte Nicht-Retina-Modell. Getaktet ist der i5 auf 3,2 GHz und der von mir auf 16 GB aufgerüstete RAM hilft bei aufwendigeren Videos ungemein. Was ich mir vor 3 Jahren aber als einziges Upgrade dazu bestellt habe, ist das Fusion Drive, denn die Kombi aus SSD und HDD bringt wirklich einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil und zusätzlich 120 GB extra an Kapazität. Frisch dazugekommen steht unter meinem iMac das Scarlett 2i2 von Focusrite, das gerade bei Amazon im Angebot war. Aktuell hängt noch nichts an dem roten Aluminiumkasten dran, doch bald soll er sich um die Vorverstärkung von 2 Studio-Monitoren kümmern, die noch Einzüge halten sollen. Solltet ihr Empfehlungen haben, gerne ab damit in die Comments. Auf der rechten Seite steht dann der rechte Bruder der Bose-Box und direkt daneben ein Blue Snowball, das zum mitgelieferten Stativ und dem Ringer getragen wird. Das Stativ ist durch die Höhe etwas wackelig, aber mein Mikrofonarm von Hue ist leider etwas zu kurz, um das Mikrofon quer über den Tisch zu mir rüberbringen zu können. Meine Eingabeperipherie ist das Wireless Keyboard von Apple in Verbindung mit dem Magic Trackpad. Die Magic Mouse, die ursprünglich dabei war, habe ich letztendlich doch durch die Logitech MX Master ersetzt, denn die Ergonomie ist einfach viel besser. Zusammengehalten werden die beiden Apple-Geräte durch das T-Balance und die MX Master flitzt über das Designer Pro von Alu Graphics. Rechts hinter dem Schubladenelement hängt ein Lack, ratet mal woher? Auf dem meine 4 TB LaCie Thunderbolt 2 Festplatte und eine 640 GB Toshiba USB 2 Festplatte ihren Dienst verrichten. Durch die ganzen Videoaufnahmen, Fotos und Musik sind die beiden auch bald wieder voll. Mal sehen, wie lange es dauert, bis Kollege Nummer 3 seinen Dienst aufnimmt. Unter meinem Tisch, als Fußablage verstecktes Element, steht dann noch ein Regal mit Rollen, auf dem ein Epson-Drucker Platz genommen hat. So kann man ihn einfach hervorziehen und wieder nach hinten schubsen, wenn man ihn nicht mehr braucht. Doch genug von dem, was auf und neben dem Tisch steht. Kommen wir zu dem, was im Tisch drin ist. Direkt vor mir in den beiden Schubladen befindet sich rechts ein 7-Port-USB-Hub von Anker, an dem man gut herankommt, der aber trotzdem schön aufgeräumt ist. Daran angeschlossen ist der Anker-Kartenleser, den ihr schon aus dem iMac-Gadgets-Video kennt
und ein Bamboo von Wacom, das eher selten zum Einsatz kommt, für Fotobearbeitung aber klasse ist. Außerdem steckten ihm noch ein Ersatzladekabel für die MX Master, da das Original leider schon mit einem Kabelbruch geliefert wurde. Die Philips Fernbedienung steuert die LED-Lichtkugel, die hinter mir im Regal steht, um farblich noch mehr Ambiente bei Aufnahmen zu schaffen. Links geht es weiter mit einer Kleinkramschublade. Hier seht ihr alles, was man immer wieder braucht, aber auf dem Tisch einfach nicht schön aussieht. Und ein 2 Quadratmeter Tisch staubt wie blöd, ist das Staubwedel auch das Wichtigste, was in dieser Schublade drin liegt. Im Schrank links steht außer ein paar Ordnern nicht viel, die Schubladen rechts bieten da eindeutig mehr. Ganz oben sind, richtig oldschool, analoge Schreibwerkzeuge sowie Scheren und Lineale. Schublade Nummer 2 beherbergt die Ladekabel für mein iPad Pro und mein 2014er MacBook Pro Retina 15 Zoll mit 4-Kern i7, der auf 2,5 GHz läuft. 16 GB RAM sowie 512 GB Festplatte und eine Nvidia GT 750M. Und ich kann euch sagen, das Teil ist ein absoluter Traum und übertrumpft den iMac von der Leistung her bei weitem. Nur die 15 Zoll sind im Endeffekt doch etwas zu wenig, um darauf komfortabel Videos damit zu schneiden. Darunter finden wir neben dem eben erwähnten MacBook noch etwas Kleinkram. Kurz vorm Ziel dann nochmal eine große Aufbewahrungsbox von Ikea, in der meine iPhone-Cases neben ein paar Linsen, Reinigungstüchern und Kuverts liegen. Ganz unten finden wir dann noch die Reste von meinem Kabelmanagement-Zeug. Sollte man immer gut aufheben, besonders wenn man gerne und häufig umbaut. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr coole Ideen habt oder eben die erwähnten Studio-Lautsprecher irgendwas Gutes kennt, schreibt es unten in die Comments. Feedback freut mich auch immer. Irgendwie neues Zubehör, was ihr kennt, was euch inspiriert hat, was ihr mich weitergeben wollt, gerne unten reinschreiben. Und ich habe ja noch was von dem Format erzählt. Und dieses Format soll sich nennen Setup Your Setup. Und ihr kennt bestimmt von Texos oder Zen Chili die Setup-Vorführungen, wo man dann immer so 5, 6, 7 Setups sieht, wo dann jeder seine 23 Monitore vor sich aufgebaut hat und seine 20.000 Euro Rechner hingestellt hat und Hardware, wo man sich denkt, pff. Und in die Richtung soll es nicht gehen. Also es geht nicht darum zu zeigen, es gibt Menschen, die haben zu viel Geld oder geben zu viel Geld für sowas aus. Wobei eben das seine. Sondern eher darum, dass ihr mir euer Setup schickt. Ich schreibe euch unten nochmal eine E-Mail-Adresse rein, unten in die Infobox. Da könnt ihr es hinschicken und auch kopieren, dass keine Schreibfehler passieren. Und da könnt ihr mir Bilder von eurem Setup hinschicken. Also so viele Informationen wie möglich. Alles, was ihr zum Setup gesagt haben wollt. Und Infos, was ihr euch dabei gedacht habt. Und ich gebe euch dann Feedback. Das heißt, ich würde ein Video daraus machen und dann sieht man halt immer ein spezielles Setup mit verschiedenen Ideen, was ihr machen könntet und Kabelmanagement-Ideen und solchen Geschichten halt. Einfach alles, was ich mir denke, dass man noch verbessern könnte. Und auch, was ich gut finde, ich meine, es ist nicht jedes Setup schlecht, sondern es gibt ja auch viele Ideen. Und ich habe schon ein Setup von euch, von einem Zuschauer in Bearbeitung. Und ja, das wird bald kommen. Und genau, wenn euch das gefällt, könnt ihr gerne mitmachen. Und ja, habt nichts zu verlieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal.